Handwerk und Kunst gehören für Sibylle Burrer unmittelbar zusammen. Bevor die freischaffende Bildhauerin Stahl und andere Werkstoffe zu Kunstwerken arrangiert, greift sie erst einmal zur Blechschere. Bleche aufzuschneiden ist der umgekehrte Vorgang, weil ich eigentlich geschlossene Körper öffnen möchte. Die Herstellungsweise der Arbeit ist eine andere, wie die, wie sie nachher dasteht. So schneide ich zuerst plane Bleche auf, um sie dann nachher wieder ein Stück weit in die Ursprungsform zurückzubringen und um Bewegung im Raum darzustellen. Was am Anfang noch willkürlich erscheint, wird am Ende zum Kunstwerk mit dem Titel Vier im Spiel um die Achse, eine Hommage an Maria, Josef, Hirte und König. Eine Arbeit, die für eine Ausstellung im Kloster Hegne entstanden ist. Die vier Winkel, auf denen sich die vier Figuren befinden, ergeben in der Zusammenfügung eine Kreuzform. Also das ist so quasi die Grundlage, die gemeinsame Basis, und auf dieser befinden sich vier verschiedene Figuren. So ganz unmittelbar, wie man sich das vielleicht aus der Tradition kennt, ist der Charakter von Maria, Josef, König und Hirte an meinen Figuren nicht ablesbar. Würfel sind ein Thema, das die Bildhauerin immer wieder beschäftigt und das sie schon in vielen Kunstobjekten umgesetzt hat. Die Anregung dazu war diese Auftragsarbeit zur Legende über St. Martin. Die Mantelteilung ist ja ein ganz, ganz charakteristisches Erlebnis, was er uns hinterlassen hat. Und so kam ich darauf, mich damit zu beschäftigen, wie kann ich einen geschlossenen Würfel Schritt für Schritt auflösen, teilen, und dass dann die Teilung veranschaulicht, wie großartig das ist, wenn sich was auflöst und dann zwei aufeinander sich beziehende Teile entstehen. Sibylle Burrer ist keine Künstlerin, die religiöse Themen figürlich darstellt. Aber die Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben ist ihr wichtig und spiegelt sich in ihren Arbeiten wider. Prozesse wie Veränderung, Teilung, Verwandlung, dass es Elemente gibt, die zuerst liegen, die sich dann aufrichten, dass filigrane Teile fähig sind, schwere Masse abrutschen zu lassen, also dass einfach die innere Kraft, die der Glaube auslösen kann, die der Glaube unterstützt. Das lässt sich in meine Arbeiten insofern nachsehen, als es da auch eine Kraft gibt, die einfach das Ganze bewegt.